kein typisches Investmentbuch ist Lake Success bei, ja, so hätten wir es besser, bei Gary Steingart. Und es ist so ein bisschen ein Roman, der so in der Hedgefonds-Welt spielt, beziehungsweise ein Hauptprotagonist ist Hedgefondsmanager, ist da ein bisschen gescheitert und begibt sich dann eine Reise durch die USA und findet so ganz normale Sachen wie Busfahren einfach schon eine Heldentat. Und auf der anderen Seite seine Frau, die einen autistischen Sohn hat, also er zusammen ist mit ihr und ihn dann betrügt er sie auch. Und also es geht weniger so um Investieren, sondern mehr so um die sag ich mal, diese reiche Welt. Der Autor soll da sich 2-3 Jahre mit dieser Welt beschäftigt haben, aber er ist trotzdem ein Outsider, was man bei so ein paar Details, glaube ich, merkt. Und er ist natürlich auch sicher jemand, der das sehr, sehr kritisch sieht. Sicherlich ein bisschen überzeichnet, aber es ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Und ich glaube, ein paar Sachen sind da auch ein wahrer Kern, ja, dass da gerade auch so viele Hedgefonds einfach das nur Marketing ist und die sich gut verkaufen können und da eigentlich dafür zu viel Geld bekommen und so ein bisschen Einblicke in so ein paar Marken, was da irgendwie angesagt ist, vielleicht auch noch ganz interessant, ist auf Englisch. Es soll auch der Economist hat darüber geschrieben, das ist ein sehr wichtiger Chronikler unseres Zeitgeists ist. Man kann sich, wie gesagt, so schöne Strandlektüre, vielleicht wer sich ein bisschen für die Szene interessiert, aber es ist nicht irgendwie, wo man Investment-Tipps rausnimmt. Aber wer selber vielleicht auch die Investment-Szene ein bisschen kritisch sehen kann oder ein bisschen entspannt, den sei das Buch durchaus zu empfehlen. Lake Success bei Gary Steingart.